Nur enger bewegter Ried, dann los zu enger bewegter Lösch. Viele von den Parteien, die kandidieren, wissen wir schon, wen hier Kandidaten sind. Wir wissen aber nicht, wofür sie stehen. Auf jeden Fall nicht, wie ihr Programm sie vertreten. Mehr und als Link wirklich zur Tradition, dass wir Programm und Kandidaten zusammen diskutieren, dass wir nicht Kandidaten am Vierfeld präsentieren und das nicht klar aufgrund von welcher Basis wir das machen. Denn für die Lösch zusammenzustellen, hat der Büko den Auftrag kriegt, einen Propos zu machen der nationalen Koordination. Und die nationale Koordination wird das Propos auch den 6. März so aufgeholt. Wir haben uns an der Zusammensetzung von der Lösch ein paar Kriterien gegeben, die uns wichtig erscheint werden. Angefangen mit klassisch der Parität, der für uns selbstverständlich geht, dass die zwei Geschlechter gleich stark auf der Lösch vertreten sind. Wir wollten unbedingt ein nicht Lützebäuer mit auf der Lösch tun, weil es wichtig ist, auch gerade in Europa, weil den Teil von der Population, den halt zu Lützebäuer wohnt, der lebt, dass sich auf die Löschten angedrohen wird, auch ein Vertreter oder ein Spruchrohr zu sein. Aber wir wollten den Weg weitergehen, den wir manchmal schon in einer Zeit angefangen haben. Und ich gebe so ein relativ erfolgreich angefangen haben, nämlich weiter zu denken an der Nivellierung für als Lösch zu feminisieren und zu verschenken. Auch. Und auch da tun wir zurückbehalten, dass das Propos, dass wie bei den Parlamentswahlen ein Doppelspitz gibt, die Lösch aufhören wird. Wie wir dann weiter darüber diskutiert haben, hat man eigentlich zwei Optionen haben sich rausgeschert. Die eine war, dass ihr seht, man hatte für 6 Mainrecht Wahlen, man macht so etwas wie ein All-In, man gucken, was sind die bekanntesten Leute, und die setzen wir dann auf die Lösch. Wir sind aber von der Idee weggekommen, und haben manchmal nur eine Lösch, die viel mehr bewegungsorientiert ist, viel mehr nur bei dem ist, was Trace auch für darunter zu Recht Mobilisierungen genannt wird, die an unserer Gesellschaft gehen, und die manchmal ein Reflex ist, von dem fortschrittlichen Engagement, was es in unserer Gesellschaft gibt. Ich meine, dass die Kandidaten sind, wir denken, ganz stärken Profil, Kandidatinnen und Kandidaten, die für etwas stehen, die ein Engagement tun und die mit dem Engagement auch eine Authentizität tun, für das, was sie ausstehen und ob die Erde weiß, wie sie unser Programm vertreten können. Ich komme dann nur zur Präsentation. Ich meine, sie mal alphabetisch. Mir wie gesagt, mein Propos besteht schon durch einer Zuspitzekandidaten zu. Alphabetisch gibt es aufhängen mit Gary Diederich. Gary ist 36 Jahre alt, er ist Portparole von Die Linke, ist schon länger Zeit am Deverdinger Gemengerot. Mehr wichtig, wie Posten, die innehut, da ist, dass den Gary in uns den Center Ewigkeiten oder zumindest gefehlten Ewigkeiten in uns den an die gesellschaftliche Bewegung aktiv war. Gary war bei Live aktiv, die ehemalige Jugendorganisation vom Mouvement Ecologie, genannt ganz stark engagiert bei der Transition Bewegung und Transition Minet wird beruflich viel zu dienen mit der Ökonomie sozial und solidär. Auch für allem, und das ist eine von den größten Enjeuen, die Carol schon herausgestellt hat, denn Gary ist ganz stark aktiv an der neuen, und nicht neuer, mehr an der Renaissance von der Friedensbewegung zu Lützeburg, die auch dieses Jahr, den 6. April, für dich sind der ganz langen Epochkurs Römenker für Ostermärsch zusammen mit den Gewerkschaften abrufen. Gary Diederich. Ob nun Gary am Alphabet kennt, Sandrine Gashonga. Sandrine aus 41 Jahre alt, schafft als Formatrice an l'Interkulturalität. Und Sandrine aus Zinter, wenn ich den Sandrine sein CV guckt, ich meine, da schwätzt den Ball für sich selber. Sandrine aus für einen
20 Jahre ungefähr auf Lützeburg gekommen, als Refugee, hat aus dem Ruanda geflüchtet. Heute sind da 4 Jahre die Lützeburgische Nationalität und engagiert sich ganz stark an der Lützeburgischen Zivilgesellschaft. Denn die Menschenrechte als EFU-Singen ganz, ganz große Sujet, die wo hat ganz aktiv ass oder wo ganz aktiv war und auch noch immer ass, hat steht für ein Engagement für den Antirassismus und für den Feminismus, den bewundernswert ist. Aber beim Sandrin auch noch ein bisschen spezieller oder besonders, als Sandrin als Mensch für 2 Jahre bei uns kommt, für drin wären Member von denen geringen. Und Sandrin war degutiert über die Zustimmung von den Geringen zu dem Gesetz, wo es erlaubt ging, dass Minoren können festgehalten gehen an einem Expulsionsverfahren, wo die Deadline von 3 auf 7 Tage rückgesetzt ging, wo die Minoren können allein festgehalten gehen, ohne ein Soutien zu haben. Und gleichzeitig, also an demselben Gesetz votiert ging, dass Leute, die 500.000 zu Lützeburg investieren, einen Titel des Séjour kriegen. Sandrin Gachonga. Dono kennt Mara Martins, was als jüngsten Kandidatin aus mal 20 Jahren, was er ja auch die jüngste Kandidatin von allen Kandidatinnen oder Kandidaten, die bis jetzt irgendwann präsentiert haben. Mara hat schon 2017 zu Diddling kandidiert, war Member von Jungklink, respektive Leica Lo. Hat heute letztes Jahr sein Premier gemäht, geht los setzen. Nächstes Jahr steht Duni im Programm, mehr für alle, man tut das für schon hören. Hat das eng, hat mitgeholfen, den Klimastreik zu organisieren von den Jungen. Ich meine, dass es ganz gut und ganz stark das Profil rumgeht und stimmt von den Jungen auch Kasin, die zu Tausenden vier Gestern auf die Straße gegangen sind, hat das engagiert bei der Jugendorganisation vom Mouvement Ecologique und war auch ganz engagiert schon für Jahre als Schülerin bei den Studenten- oder Schülerprotesten gegen die Reform von der Börse. Mara Martins. Dann gibt den Dwyer von der Licht kommen, den zumindest ein paar Bayer Ältesten, den Anthony Montserrat, den spanische Nationalität hat, den aus Spanien von der Katalanisch. Aber ein paar steht Spanisch. Der hat nur im Wahlzettel so stehen. Ne? Und als Member von der KUP am Baskeland, das die ich hier wohne, für, pardon, Katalonien, wenn man schon das falsch. Dass die ersten Kinder, wo er für uns kandidiert, an auch den Anthony, von den 66 Jahren wird, dann würde ich schon vieles erlebt. Das, was Anthony erlebt hat, als ein ganz extraordinären Parcours. Sein politisch und gewerkschaftliches Engagement wird an, was soll ich so, Katalanien, Spanien, angefangen, und wird direkt Repressalien zu spüren gekriegt. Er war politischer Prisonier in der faschistischen Franco-Diktatur durch sein politisches und gewerkschaftliches Engagement. Er wird an Spanien mobilisiert und militiert gegen die NATO und war engagiert in die Anti-Atom-Movement. Er ist 1985 auf Lützeburg gekommen, wo in der Centre Catalan Matt gegründet wird, der präsidiert wird bis 2003 und sich auch ganz stark an der Integration zu Lützeburg engagiert wird für die Kommunitäten. Und zwar hin der Member vom Komitee Exekutiv und Dono langjährigen Präsident vom KLAI. Hin war auch gekannt, Triederwirk von den europäischen Institutionen, hin wird an den europäischen Institutionen geschafft, hat sich auch dort direkt gewerkschaftlich engagiert.
aber Personaldelegierten. Und hat auch beruflich ganz viel mit Santé zu tun gehabt und als Orloner immer Präsident zu Lützeburg von der Allem, von der Association von der Maladie Raren. Anthony Montserrat. Wenn wir dann alphabetisch weitergehen, da kommen wir quasi automatisch zu der Proposition von also Spitzenkandidat Tön, Tin und Tön. Das ist auf der enger Seite an Carol Thoma, was wir im Englisch alle gut kennen durch seine bewegten und engagierten Reden, die durch Kongresse, aber auch auf dem ein oder anderen Neujahrspart schon gehalten wird. Das sind da paar Jahre, ich meine, sind sie noch 5 Jahre, dass Carol auch Portparole von die Link aus hat das geschafft, als Ingenieurin hat baut Brücken, etwas, was an Europa auch durchaus nötig wird, um mehr Brücken zu bauen. Und Carol wird sich an den letzten 2-3 Jahren für allem auch gewerkschaftlich engagiert, hat das zu Diedling an der OGBL-Sektion ganz aktiv. Auf jeden Fall, Carol ist auch durch seine gewerkschaftliche Aktivität, sie merkt nicht immer mehr, ob er dort mehr zusammen gehen, mir auf den OGBL, wo hat kandidiert wird, die Auszählung ist noch am Gang, für die Wahlen von der Chambre des Salariés. Und kann ich auch da sagen, dass Carol zumindest so wie ich das, bis nur auf der Licht gesehen hat, ob der Gewerkschaftslicht, die nicht terribel paritätisch war, die jüngste Kandidatin war. Carol Thoma. Und dann gehen wir zum zweiten Spitzenkandidat kommen, den letzten am Alphabet, den David Wagner. David ist 40 Jahre alt. Um David Geschichten zu erzählen, geht wahrscheinlich an unendlich zu feiern. David war Gründungsmember von Die Link, wir haben es auch neiger hören für ein bisschen mehr wie 20 Jahre. Das ist auch ein bisschen die Zeit, wo den David und ich mehr als kennen. David als Deputierte, das ist auch Gemeinderat an der Stadt Lützeburg, hat früher als Journalist geschafft, wie wir alle gut wissen, an den David, mit David zusammen haben wir den Pläsier dann immer rum zu gucken, neue Techniken zu entwickeln, für dann nicht einfach dem falschen Marber gut Bull zu gehen, wenn er Unmöglichkeiten an der Chambre gesucht ging. Wir meinen aber, dass auch den David, für den David ganz gut gehen, wie der Jörg, wie die anderen Kandidaten auch, für mal vielleicht eine kleine Auszeit zu Brüssel oder zu Straßburg zu holen, für du die richtigen Leute mal ein bisschen Feuer in der Märsche zu machen. David Wagner. Der vierte, der merkt das eigentlich, drei Frauen, drei Männer, das eigentlich die ein neuen Darschritt von 31 an Talhöft. Was die jüngsten von allen bis nun publizierten Lüchten ist. Just KPL wird die Lüchten nicht publiziert, dann schon irgendwie am Gefühl, wie wenn die nicht mehr jung werden, sie wie mehr. Das heißt, Proposition, also von der NACO, schmengen, dass es eine interessante Proposition ist, weil Stichwörter sie wirklich Mobilisierung, Engagement und Authentizität von den Leuten, die als Ideen noch draußen präsentieren, weil wie Carol sagt, das Eis leben und nicht hier profitieren. Merci.